Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung. Warum gibt es diese unterschiedlichen Leistungen im Wechselstromkreis? Beginnen wir mit der Leistungsdefinition der Physiker und wir bekommen eine klare Antwort. P ist gleich U mal I. Doch Vorsicht, was sich anhört wie Physik aus dem Kindergarten, ist jedoch so gemeint. P von T ist gleich U von T mal I von T. Was soll das jetzt? Das soll sagen, dass P nicht irgendein fester Wert ist, sondern er muss zu jedem Zeitpunkt gewissermaßen innerhalb jeder Nanosekunde neu berechnet werden. Wenn wir im Gleichstromkreis sind, kommt in jeder Nanosekunde das Gleiche heraus. Deshalb P ist gleich U mal I. Und noch etwas ist wichtig. Die Leistung am Widerstand ist laut Ohmschem Gesetz positiv. U und I haben dieselbe Richtung. Wir sprechen von Verbrauchern. Da positive elektrische Leistung unser elektrisches System unwiderruflich verlässt, verbraucht wird. Aber wie sieht es in einem Wechselstromkreis aus? Da wechseln Strom und Spannung doch ständig Werte und Vorzeichen. Legen wir eine Wechselspannung an einen Widerstand. Dann passiert das, was Ohm schon immer gesagt hat. R ist gleich U durch I. Der Widerstand übersetzt die anliegende Spannung verzögerungsfrei in einen Strom mit I ist gleich U durch R. Damit sieht der Strom genauso aus wie die Spannung, sinusförmig. Funktionen physikalischer Größen können wir immer zerlegen in einen mathematischen Anteil, hier die Sinusfunktion, die zwischen minus 1 und plus 1 pendelt, und einen physikalischen Anteil, der besagt, in welcher Höhe und mit welcher Einheit sich die mathematische Funktion in der realen Welt bewegt. Mit unserer Leistungsformel P von T ist gleich U von T mal I von T wird aus einer sinusförmigen Spannung und einem sinusförmigen Strom im mathematischen Anteil zunächst ein Sinus mal Sinus ist gleich Sinus Quadrat. Die Sinus-Quadrat-Funktion kann auch anders geschrieben werden, nämlich so. Sinus Quadrat Omega T ist gleich 1/2 1 minus Cosinus 2 Omega T. Was passiert hier mathematisch? Nun, wir haben einen Gleichanteil, einen konstanten Wert, ein Offset und eine Cosinusfunktion, die bekanntermaßen zwischen minus 1 und plus 1 pendelt. Das merken wir uns. Werfen wir einen Blick auf den physikalischen Teil der Leistungsgleichung. Da steht I Dach mal U Dach. Hier greifen wir zu Trick 17. Bei Sinusgrößen gelangt man vom Dachwert zum Effektivwert mit Hilfe der Division durch Wurzel 2. Also erweitern wir beide Dachwerte mit Wurzel 2 und gelangen so zum Doppelten des Produkts der Effektivwerte. Wir setzen die Gleichung mit mathematischem und physikalischem Anteil wieder zusammen und sind jetzt hier. Höchste Zeit, sich die physikalische Realität in der Zeitdomain anzusehen. Hier sollte soweit alles klar sein. Und das Produkt der beiden Kurven, die Leistung, kennen wir gleichungsmäßig auch schon. Also jetzt ein Blick auf den Verlauf. Wie zuvor erwähnt, eine Cosinusfunktion. Versetzt um den Wert U-effektiv mal I-effektiv. Der Mittelwert der Leistung ist, unschwer zu erkennen, hier immer positiv. U mal I. Die Cosinusfunktion verursacht ein Pendeln der Leistung zwischen 0 und dem Maximalwert. Soweit zum Widerstand.